Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute eine kleine Dekoration, ich denke ideal für Ostern oder dann auch für den Sommer. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Und ganz am Schluss gibt es noch eine kleine Verlosung für euch. Ich wünsche viel Spaß! Meine zwei sind nun getrocknet. Ich habe sie auf die Heizung gelegt und über Nacht trocknen gelassen. Und das reicht, die sind nun trocken. Wenn du sie gut von der Form entfernen kannst, dann sind sie in der Regel durchgetrocknet. Wenn es hier drin noch feucht ist, dann kannst du sie so einfach nochmals auf die Heizung legen und dann sollte das innerhalb von einer Stunde trocken sein. Die habe ich ja jetzt mit Sand gemacht, das habe ich dir gezeigt. Wenn du mit Sand arbeitest, solltest du danach nicht nochmals mit dem Pürierstab reingehen. Also du kannst schon, aber der Pürierstab wird stumpf. Und dann kannst du ihn vermutlich nicht mehr allzu lange gebrauchen. Und auch wenn ich mit Sand arbeite, dann schleife ich die danach nicht mehr. Es ist auch relativ schwierig, danach zu schleifen, eben halt wegen dem Sand. Ich habe hier noch zwei andere gemacht, ohne Sand.
Wie du siehst, du kannst die Form anpassen, du kannst es hier ein bisschen höher machen und die habe ich jetzt noch ein bisschen mit Acrylfarbe weiß bemalt. Das sind die hier und was ich jetzt damit mache, das zeige ich dir. Ich hatte ja das Video, das in die Hose ging und davon habe ich ja noch Gras, da habe ich noch was übrig und dann habe ich hier noch so getrocknete Blumen gesammelt und auch noch ein paar andere Gräser. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Einfach wirklich, was ich noch so gefunden habe und damit möchte ich gern was machen. Was du sonst noch brauchst, sind irgendwelche Holzkugeln oder Glasperlen oder was du wirklich einfach zu Hause noch rumstehen hast. Hier habe ich ein Hanfseil oder eine Hanfschnur. Auch da kannst du nehmen, was du magst. Das kann Wolle sein, Garn, egal. Und ich sammle ja auch immer wieder mal Federn. Hier habe ich so kleine Federn drin oder so weiße. Die werde ich eventuell auch mit einarbeiten, da ja bald Ostern ist. Und was braucht man noch? Eine Klebepistole, eine Schere. Und ich habe hier so ein kleines Schleifgerät. Damit kann ich oben das Loch machen. Hier oben drin kann ich ein Loch reinbohren. Oder du kannst auch die Bohrmaschine nehmen. Wenn du eine dünne Schnur nimmst, kannst du natürlich auch nur mit einer Ahle arbeiten. Okay, jetzt schaue ich, wie ich vorgehen werde und zeige dir den Ablauf. Ja, das ist aber nicht in der Mitte. Thank you.
Basis habe ich nun mal. Man kann das jetzt natürlich so wild lassen. Ich werde sie vermutlich noch ein bisschen kürzen und werde jetzt hier verschiedene Sachen rein dekorieren. Aber wie gesagt, man kann es wirklich auch so, schon so belassen und es sieht schon witzig aus. So sind sie ein bisschen schlicht und wild. Aber ich möchte jetzt hier noch ein bisschen was ausprobieren. Das war meine kleine Idee an Dekoration für Ostern oder eben, wie gesagt, auch für den Sommer. Ich habe jetzt hier einfach die Federn nur reingesteckt. Ich habe sie nicht befestigt. So kann ich das im Sommer weiter dekorieren. Hier mit Trockenblumen und den einen habe ich Natur belassen. Da hast du natürlich so viele Möglichkeiten. Sie sind super einfach zu machen und ganz schnell anzufertigen. Auch sicher was für Kinder. Man kann die ja in Osterfarben bemalen und wirklich viele auch aufhängen und das sieht ganz, ganz witzig aus. Ich werde von denen auch noch einige anfertigen und die kannst du dann bei mir im Webshop erwerben. Ich muss mich etwas sputen, aber wie gesagt, die kann man auch wirklich, ich finde, eigentlich das ganze Jahr dekorieren. Wie alle anderen Sachen, die du hier siehst, das ist alles aus Altpapier hergestellt.
Da gibt es auch immer wieder Wechsel im Webshop, dass ich einige Dinge einstelle. Schau da sehr gern mal vorbei. Du kannst dich ja auch noch mal inspirieren lassen. Und alle Kurse, Ausstellungen sind auch auf meiner Homepage. Ich habe dieses Jahr noch 3 Ausstellungen, wo ich gleichzeitig auch einen Workshop anbiete. Vielleicht ist das für dich eine Möglichkeit, vorbeizuschauen, wenn es gerade eher näher bei dir ist. Und zwar habe ich einen in der Nähe, oder nein, nicht eher, am Bodensee, auf der Schweizer Seite. Da habe ich einen Tag, wo ich gebe, in einem wunderhübschen kleinen Café. Ganz süß. Und dann habe ich einen Workshop in der Innenschweiz, bei Morschach. In der Höhe, das ist so ein Kulturzentrum, das ist wirklich in den Bergen drin. Also ich war noch nicht dort, aber was ich gesehen habe an Bildern, du bist wirklich in der Höhe und hast eine fantastische Aussicht, also auch wirklich sehr schön. Und eines ist bei einer Ausstellung in Läufelfingen im Silo 12, das war ein alter Steinbruch. Und das haben die umgebaut. Da ist auch ein ganz, ganz kleines Museum noch drin, auch sehr interessant. Da gebe ich auch einen Workshop. Das steht alles auf meiner Webseite. Das war alles zu dem. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung. Und zwar habe ich von meiner Druckerei 3 Unikate von meinem Buch erhalten. Das sind diese hier. Das sind Unikate, weil sie minimalste Fehler in der Bindung haben. Also der Inhalt, da ist alles in Ordnung, aber die Bindung, da war vermutlich die Frau in der Druckerei ein bisschen verliebt. Und zwar habe ich hier ein Buch, das ist auf der falschen Seite gebunden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Sinn macht für Linkshänder, keine Ahnung, aber es ist also tadellos, es ist einfach auf der falschen Seite gebunden. Bei diesem Buch ist das Deckblatt falsch rum, das ist alles. Und bei diesem Buch ist es auf dem Kopf. Ansonsten auch. Es sind alle Grundlagen drin, wie du Pulp herstellst, was für Fehler passieren können, was für Möglichkeiten du hast. Es hat Inspirationen drin. Das sind also diese 3 Bücher, die ich verschenken möchte. Und natürlich werden diese 3 Unikate von mir signiert. Ich werde da noch was Kleines reinschreiben. Und dann hoffe ich, findet dieses Buch den Weg zu dir. Was du machen musst, ist unten in die Kommentare reinzuschreiben, Osterei. Und falls du Linkshänder bist und das wirklich Sinn macht mit die Bindung auf der anderen Seite, dann schreib einfach Osterei links rein. Wenn man das überhaupt noch reinschreiben darf. Aber mach das so und dann werde ich durch Zufallsprinzip 3 aussuchen und werde dann bei dir im Kommentar unten reinschreiben, dass du mit mir Kontakt aufnehmen sollst, damit ich deine Anschrift habe und dir das Buch zusenden kann. Genau. Ich hoffe, die finden ein neues Zuhause, weil ich finde, schade, dies einfach wegzuwerfen. Und hoffe, ich kann jemandem von euch eine Freude damit machen. In diesem Sinne, ich habe für nächsten Sonntag habe ich bereits schon ein Video gemacht. Da hat mich die liebe Daniela inspiriert. Die hat für ihre Mutter eine Halskette angefertigt. Ich habe sie einfach noch etwas viel größer gemacht, auch ein Experiment, es ist etwas abstrakt, sie lässt sich vielseitig dekorieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo oder über ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich immer wieder über Kommentare. Du kannst mir auch auf Instagram folgen. Da findest du auch noch andere Dinge von mir, wo ich hier nicht zeige. Da geht es halt auch mehr um Skulpturen oder Ausstellungen und vieles mehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, jetzt habe ich es. Endlich.